Hast du dich jemals gefragt, wie es wäre, einen ganzen Tag lang zu allem Ja zu sagen? Das sind zwei kleine Buchstaben, die Türen zu neuen Abenteuern öffnen. In unserem Alltag sagen wir viel zu oft Nein und bleiben in unserer Komfortzone. Aber was passiert, wenn wir uns öffnen und einfach mal Ja sagen? Es geht darum, offener für andere Menschen zu sein, neue Erfahrungen zu machen und Dinge auszuprobieren, die ich sonst nicht machen würde. Das ist ein Tag zu allem Ja sagen. Ich habe mir gedacht, dass ich am Strand anfange. Ich habe mir aber für heute nichts vorgenommen, bis auf eine Sache. Ich wollte einfach alles auf mich zukommen lassen und mal schauen, was mich erwartet. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt. Vor mir ist eine Riesengruppe. Ich glaube zwar nicht, dass irgendwas passiert, aber ich wollte zumindest gewappnet sein, wenn gleich was passieren sollte. Ich bin wenigstens von einigen Tagen hier auch begrüßt. Das ist echt spannend. Habt ihr vielleicht gesehen, ja. Ist nichts passiert, aber ist nicht schlimm. Ich bin trotzdem offen dafür und jetzt schaue ich halt eben weiter. Und das Einzige, was ich heute geplant habe, Philipp darf mir eine Aufgabe geben, zu der ich nicht Nein sagen darf. Was hast du für mich? Also, okay. Wie gesagt, ja. Das Timing kannst du dir nicht aussuchen, deswegen habe ich einfach durchgerufen. Ja, das ist gut, okay. Das ist schön. Und das ist eigentlich das Schöne. Okay. So, ich musste die ganze Zeit daran denken, ist doch voll schön, wenn so Generationen sich austauschen. Ah, okay. Und ja, das ist Challenge, aber die Aufgabe freut ist so, eine ältere Person, aber auch mit selbst, wirklich mit der im besten Fall, ist die so ein bisschen die Person, weiß ich nicht, öffnet sich so ein bisschen, teilt irgendwas Persönliches von sich. Okay. Ja, das ist schön. Ey, vielen Dank. Natürlich sage ich dazu ja. Ja, ihr habt's gehört. Ich muss mir jetzt noch eine ältere Person suchen, mit der ich mich austauschen soll. Ich bin gespannt, ob das klappen wird. Mal gucken, wer es am Ende wird. Aber Philipp, vielen Dank für diese schöne Aufgabe. Ich habe jetzt da vorne tatsächlich zwei deutsche Urlauber gefunden. Ich glaube, das macht das alles einfacher. Deswegen probiere ich es mal bei denen reden. Okay, dann schon. Band läuft. Ich habe jetzt Werner hier gefunden auf der Strandpromenade und er war so offen, um sich mit mir hier hinzusetzen. Und dafür will ich dir erstmal danken. Vielleicht bevor wir anfangen, warum hast du mir denn überhaupt zugesagt? Ja, ein schöner Tag und ich fand es irgendwie witzig. Okay. Passt in unseren bisherigen Ablauf. Ja? Ja. Okay. Aber du lachst auch ziemlich viel, das finde ich gut. Ja, das macht so Lachfalten. Ja. Man lernt halt dann mit der Zeit. Ja, was würdest du sagen, was hast du am meisten gelernt oder was war das größte Lernen? Es ist immer wieder, es ist ein ständiges Lernen. Und irgendwie in jungen Jahren, glaube ich, war ich viel ernster. Und mit der Zeit war es gelassen. Okay. Ich bin froh, dass da nicht zu sehr was verhärtet ist. Ne? Okay. Also immer wieder neu und es auch mal aus einer anderen Perspektive sehen. Okay. Und sich auch über sich selber lustig machen. Okay, das ist wichtig. Was würdest du, also die Menschen, die meine Videos anschauen, die sind oft in meinem Alter, irgendwie so zwischen 20 und 30. Was würdest du denen mitgeben heute aus deiner Sicht? Macht weiter, macht eure Erfahrung. Ja. Ja, und naja, es gibt halt welche, die sind sehr extrem, aber das ist ein Bumerang und das kommt dann extrem auch möglicherweise wieder zurück. Voll. Einfach ausprobieren und auch mal andere Positionen einnehmen. Ja, schön. Danke dir. Ey, das war richtig herrlich gerade. Wir haben uns so gut verstanden und so amüsiert. Natürlich jetzt vor Kamera war es ein bisschen angespannt, aber eben als die Kamera aus war, haben wir es noch ganz toll ausgetauscht und wirklich, es war sehr, sehr, sehr liebe Menschen, die beiden. Und ich bin echt froh, den beiden begegnet zu sein. Ja. Das war ein echt toller Moment. So, Zeit fürs Mittagessen. Ich bin jetzt hier an der Strandpromenade und ja, die Person, die mich als erstes anspricht, der werde ich essen gehen. So, mal gucken. Ich glaube, ich gehe halt direkt auf einen Laden zu. Ich glaube, das wird direkt der erste Laden sein wahrscheinlich. Hola, buenas. Para tomar algo, para comer. Sí. Was? Ich musste auch direkt, ey. Ich war keine Sekunde hier, ey. Ja, es war natürlich klar, dass ich direkt angesprochen werde. Aber ich habe echt die beste Aussicht hier. Direkt zum Strand. Schaut euch das mal an. Und ich werde jetzt einfach was zu essen aussuchen. Ich muss sagen, ich von selbst nicht hier gekommen in diesem Laden, aber das ist ja auch immer ganz geil. Offen sein für was anderes, was anderes ausprobieren. Jetzt schaut euch mal diese Pizza an. Ich glaube, es könnte ganz gut sein. Das ist der Vorteil, wenn man mit einer Kamera rumläuft. Ich habe eben mit den Mitarbeitern nochmal geredet und einer von ihnen gibt mir jetzt eine Aufgabe. Hola, soy Exo y mi reto para ti es que esta noche te bañes ahí en el agua fría. Perfecto. Mi reto para ti es de que camines por el malecón solo en boxer. Ey, das ist mir richtig unangenehm, die Aufgabe jetzt hier lang zu gehen, nur in Unterwäsche. Vor allem, ich habe gerade gegessen, so mit dem dicken Essbauch. Oh, ey. Ich will das eigentlich gar nicht, aber sie meinte, nur ein paar Meter ist vollkommen okay. So, okay, ich mache jetzt die Aufgabe. Ich sag euch ganz ehrlich, mir ist es unangenehm, mich so zu zeigen. Ich habe mich sehr unwohl in meinem Körper gefühlt, aber ihr habt es gesehen, ich habe es gemacht. Genauso wie die nächste Aufgabe. Ich glaube, wenn ich schon mal nichts anhabe, mache ich doch direkt die zweite Aufgabe. Ab ins Wasser. Das ist irgendwie nicht so geil, weil ich habe keine Schwimmsachen dabei, auch kein Handtuch. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier machen soll, aber ich muss ja sagen. So Leute, ich bin jetzt hier drin. Alter, was mache ich denn für eine Scheiße hier? Wirklich, nur peinlich, Mann. Oh, damn, ey. Das war irgendwie echt sehr, sehr unangenehm. Aber ich glaube, es wird noch viel unangenehmer, das hier hochladen zu müssen. Oh,
Ich habe gemerkt, eben als ich doch da war, es hat niemand gejuckt, was ich da mache. Deswegen war es okay, aber trotzdem war es sehr, sehr, sehr unangenehm. Jetzt ist aber genug mit Aufgaben von anderen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Leuten geschrieben, was heute so geht. Und ja, vielleicht ergibt sich ja irgendwas Cooles und ich bin auf jeden Fall offen für alles. Mal schauen. Ich bin jetzt ein bisschen rumgegangen und es ist mittlerweile ein bisschen Zeit vergangen. Und ich muss sagen, ich habe für diesen Tag gar nichts geplant. Und ich wollte einfach alles auf mich zukommen lassen. Und das habe ich bisher gemacht. Mir ist aber auch aufgefallen, dass im Alltag gar nicht so oft Möglichkeiten entstehen, wo man wirklich Ja sagen kann. In den letzten Tagen war ich immer sehr spontan und es haben sich deswegen ganz coole Sachen ergeben. Aber so auf natürlichem Wege ist es nicht so oft im Alltag drin. Ich habe mir deswegen überlegt, ich werde einfach für den Rest der Zeit, die ich hier bin, zu allen besonderen Sachen Ja sagen. Bei so Kleinigkeiten wie jetzt, dass ich ins Restaurant kommen soll, da würde ich jetzt Nein sagen, ehrlich gesagt. Aber bei allen anderen Sachen möchte ich einfach offen sein und wenn sich da was Cooles ergibt, werde ich euch natürlich mitnehmen. Ich habe mittlerweile übrigens ein paar Rückmeldungen bekommen von den Nachrichten, die ich vorhin geschickt habe. Und eine ist von Miguel, den kennt ihr vielleicht noch von einem meiner anderen Videos. Bei ihm war ich ja beim Bachata und Salsa tanzen und er hat mir das hier gerade gesprochen. Hallo, Hermano! Heute haben wir etwas im Mickey House. Kommst du vorbei, oder? Bitte! Sowieso musst du hier sein. Geil. Da werde ich natürlich hingehen. Er hat heute Abend wohl eine Veranstaltung und die besuche ich natürlich. Genau hier war ich letzten Sommer auch. Meine Stammzuschauer wissen das wahrscheinlich auch noch. Ey, es fühlt sich echt krass an, wieder hier zu sein. Hey, wie geht's? Hey, dich zu sehen. Ja. Ja. Gut, danke. Wie geht's dir? Heute sind wir und wir gehen wieder auf ihn. Ey, so geil, Mann. Ich freue mich richtig, hier zu sein. Als ich das letzte Mal hier war, war es noch gar nicht fertig. Ich werde euch auch gleich ein paar Aufnahmen machen von der Location. Und bitte mir, ist ja auch von der Bachata-Trainer. Und dann ging's hier los. Ihr kennt das ja bereits aus meinen Videos, aber hier sind noch mal ein paar kurze Einblicke. Ja, und da ich mich entschieden hatte, zu allem Ja zu sagen für die restliche Zeit, die ich vor Ort war, bin ich mit Freunden bis spät nachts feiern gewesen. Das mache ich hier normalerweise bei mir im Alltag nicht. Ich habe auch Feuerwerke besucht, ein privates Balkonkonzert organisiert, was ihr auch bald in einem anderen Video sehen könnt, und habe einfach überall zugestimmt, wenn jemand mich in der Stadt oder am Strand sehen wollte. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil sonst hätte ich so viele Erfahrungen einfach verpasst. Ein Tag Ja sagen. Heute habe ich gelernt, wie spannend es sein kann, einfach mal Ja zu sagen und die Komfortzone zu verlassen. Wir alle sollten viel öfter offen für Neues sein, fremden Menschen gegenüber offener begegnen und uns auf ungewohnte Erfahrungen einlassen. Es sind diese Momente, die das Leben bereichern und uns wachsen lassen. Und es gibt so viele Abenteuer, die nur darauf warten, von euch erlebt zu werden. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und fühlt euch inspiriert, öfter mal Ja zu sagen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Abenteuer zu verpassen. Und wenn du noch weitere Abenteuer von mir sehen möchtest, klicke hier auf dieses Video. Danke und bis zum nächsten Mal. Übrigens folgt bald eine neue Videoreihe, wo ich Dinge mache, die ich vorher noch nie gemacht habe, wie beispielsweise mit einer fremden Person den Sonnenuntergang anschauen. Also bleibt auf jeden Fall sehr gespannt.